um die 70.000 bis 100.000 Besucherinnen und Besucher. Das ist schon wahnsinnig, oder? Die Gassensäume, jawohl. Berner Fasnacht ist gewachsen, gewachsen. Da sehen wir noch mehr Jungfrauen, die zwischen gerutscht sind. Wunderschöne Kostüme. Und bereits als nächstes sind wir bei den Emmenfürz. Emmenfürz. Sie kommen als Steinwüste siechen mit dem Mammut Money. Sie bauen den Wagen immer gross, wo sie auch an Umzügen, zum Beispiel in Burgdorf, wo sie ein grosses Zugfahrzeug haben. Das dürfen sie hier nicht in Bern, weil wir eigentlich Wege, also motorisierte Wege, in den Berner Fasnachtsumzug nicht erlauben, weil wir Probleme haben auch mit den engen Gassen, zwischen an den Brünnen vorbei und mit den Fahrleitungen vom Tram und Bus. Aber es kommt gleich irgendwie mehr auf, dass sie kleine Wege eben dabei haben, oder? Ja. Hier sehen wir bereits die Notenfresser von Münsingen. Früher habe ich denen auch noch gesagt, die Jugend gucken von den Kleppscheitern, aber unterdessen sind die dermassen gut und selbstständig. Da darf man nicht mehr von Jugend gucken reden. Perfekter Sound drauf. Und sie üben eben bereits schon das ganze Jahr, also während dem ganzen Jahr, wo immer ein Mänti. Und sagen dazu, ohne Fleiß kein Preis, so ist es. Genau. Und sie haben auch den Plausch zusammen. Wunderschöne Einzelkostüme. Hier sehen wir bereits die Schießhäusler von Münsingen. Sie haben dieses Jahr das Motto Engel und Himmelbett. Sie haben den riesen Wagen von Münsingen bis auf Bern geschleift, zu Fuß. Rubiger Stotz auf. Zum Glück hat es unterwegs viele Restaurants, wo sie aber Pause machen können. Goldgelöckte. Hey, oben ein Himmel drauf auf ihrem Ding und dann noch ein Himmelbett. Und scheint, haben sie auch drinnen geschlafen während der Fasnacht. Das Kopf ein bisschen ausgeschlafen. Wie ist es dir bis jetzt gegangen, eigentlich, in der Fasnacht? Problemlos. Es ist... Nie Kopf gegeben? Nein. Muss immer ein bisschen aufpassen, natürlich. Da wir auch immer spielen zwischen ihnen, dann... Gibt es immer wieder eine Mineralrunde. Genau. Sehr gut. Das sehen wir auch in den Restaurants, wo häufig noch etwas zu trinken geben, den Gucken. Ist vermehrt, ist Mineralwasser gefragt. Und etwa zwischendurch ein Mausöppli oder ein Würstli. Vielleicht, ja. Geht man auf Gas, die Stände. Mit dem 16. sehen wir Kleppscheiter von Münsingen. Sie haben das Motto von diesem Jahr ist himmlisch gewesen in Münsingen. Und sie kommen als Stern daher. Wo sie einen gucken, der immer wieder gewachsen ist, wahnsinnig guten Sound drauf hat. Übrigens ein neuer Tambourmajor, den sehen wir gerade hier, mit dem Simon Gfeller. Was hat er genau für eine Verantwortung, der Tambourmajor? Er führt gucken während den Auftritten. Und auch während dem Üben? Das ist von Gucken zu Gucken unterschiedlich. Es gibt Gucken, die haben einen musikalischen Leiter. Der führt während der Probe, der Tambourmajor während den Auftritten. Vielleicht hat man noch einen Präsidenten, der das ganze Organisatorische leitet. Lassen wir denen mal zu da. Mit dem 17. sehen wir, wie könnte es anders sein, Tanzianis. Da kann ich jetzt eben nicht Trend. Mitlaufen. Trend, genau. So auch sehen sie jetzt aber gleich nicht aus. He? Und in Pension gehen sie noch lange nicht? Nein, in Pension gehen wir noch lange nicht. Und es hat auch schon Nachwuchs da, wie wir sehen. Sehr gut. Peter mit dem Saxophon.
der Hans-Peter mit der akustischen Gitarre. Er nimmt Poken mit. Wir haben als Poken einen Grüncontainer. Und du hast mir schon erzählt, die tut auch ein bisschen Schlager. Deutsche Schlager, jawohl. Spielen. Marmor, Stein und Eisenbrich. Das ist und so, seriges Zeug. Das Marino ist dir ans Herz gewachsen wie verrückt, gell? Hast du mir vorher verraten. Kostprobe. Lassen wir das. Okay. Mit dem 18. sehen wir Fogo Sambaio. Ist eine Samba-Schule eigentlich. Wo sie seit Jahrzehnten dabei an dieser Berner Fasnacht. Sie sind 93 gegründet worden. Also bringt ein bisschen... 83, Entschuldigung. Bringt ein bisschen Rio auf Bern. Jawohl. Sie sind bereits am 26. Mal an der Berner Fasnacht, am Berner Fasnachtsumzug. Sie wählen nach jeder Fasnacht an ihrer Hauptversammlung wieder die Farben wählen für die nächste Fasnacht. Und nachher, es wird nur die Farbe vorgegeben vom Kostüm und der Rest ist nachher der Fantasie von jedem Einzelnen überlassen. Rhythmus im Blut. Und an dieser Stelle möchten wir uns einmal all diesen fleissigen Helfern bedanken, die sich hier einsetzen für die Berner Fasnacht. Beispielsweise die Leute vor Freiwilligen, Feuerwehr, der Securitas, Leute, der Broncos und allen weiteren Helferinnen und Helfer. Merci viel, viel mal für euren unermüdlichen Einsatz. Muss auch mal gesagt sein. Ja, ohne die ging eigentlich das gar nicht mehr. Hier sehen wir die nächste Gruppe, das sind Puff. Bei denen bleibt die Abkürzung immer gleich oder der Name ändert alle Jahre. Heute heissen sie Palkania und Fanfarlia. Das ist eine der ältesten Gucken von Bern. Sie haben 2007 als Blasmusik unter Fletsch am Blasmusiktreffen in Bern teilgenommen. Das war so ihr Motto dann.